Aloha, hey liebe Leute, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Let's Play Cooler World. Wir sind in Level 149, also ganz kurz vom Ziel sozusagen, und ich habe die letzten Level schon mal halbwegs gemeistert, aber an einigen Klitzekleinigkeiten scheiterte es dann noch, dass ich ins Ziel gelangt bin. Jetzt will ich natürlich versuchen, zu schaffen. Deswegen versuchen wir es noch einmal. Okay, also los. Soweit ist ja alles bekannt. Ich muss hier hin und dann dorthin. Auf das untere bewegliche Hindernis rauf. Und dann muss ich erstmal die grünen Laser deaktivieren. Ich werde mal hier hinspringen, damit ich mir gleich den Schlüssel hole. Und jetzt gilt es noch, die Banane einzusammeln. Das ging hier. Zack, okay. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier vorgehe, um ins Ziel zu kommen. Ich werde erstmal hier hinspringen. Zur Uhr. Und dann sehe ich mir das nochmal in Ruhe an. Also, nee, hier falsch. Da unten, da sind ja diese, das Eis. Ah, ich glaube, ich bin sogar richtig. Ich glaube, ich kann von hier aus hinspringen, oder? Ah, muss ich mal gucken. Nee, ich muss auf die zerbrechlichen Blöcke drauf und dann aber von der richtigen Seite aus. Okay, ich denke, ich hab's jetzt. Aber ich warte noch ab. Ich möchte so viel Zeit wie möglich haben. Da ich sonst immer etwas panisch und hektisch werde. Und ihr müsst ja zugeben, in der letzten Folge, der eine Level mit den, wo ich so viel über die das Eis rutschen musste, das war verdammt knapp. Da habe ich das in den Level wirklich in allerletzter Sekunde geschafft. Puh, na dann. Also, ruf da und jetzt gucken, dass ich das richtig rum mache. Oh ja, ich behaupte mal, dass das eine perfekte Lösung ist, denn ich konnte jetzt noch einige... Ja! Einige Diamanten einsammeln und ich sehe, ich habe alle Items eingesammelt. Oder? Irgendwas vergessen? Nein, ne? Und hier sind wir, Leute. Level 150, das letzte Level von Cooler World. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wenn ich diesen Level gleich beendet haben werde, denn ich werde es hier jetzt mit links schaffen, da ich die anderen 149 Level auch schon geschafft habe. Nee, aber wenn ich das durch habe, schaltet man nämlich im Hauptmenü den sogenannten The Final Level frei. Und was ist das? The Final ist nochmal sozusagen ein Best-of von Cooler World, das Härteste, was das Spiel zu bieten hat. Enthält zwei Level von jeder Welt und die zu knacken wird auch nochmal richtig hart sein, die werde ich natürlich auch spielen. Also damit das Let's Play von Cooler World auch komplett ist, aber jetzt widmen wir uns erstmal Level 150. Auf geht's! Ich kann mich erinnern, als ich es damals zum ersten Mal gespielt habe, da habe ich schon so ein paar Versuche gebraucht, um das zu lösen. Mal sehen, wie schnell ich es jetzt lösen werde. Ist auch erst das zweite Mal überhaupt, dass ich es hierher geschafft habe. Ich glaube, ich habe eine Idee. Das war falsch, aber ich glaube, der Grundgedanke war nicht verkehrt. Denn ich denke nicht, dass ich es jetzt noch hier wegschaffen kann, oder? Nee. Nee, Leute, ich denke, ich habe es soweit verstanden. Ich muss auf jeden Fall einige Blöcke wegbrechen, andere muss ich da lassen. Den ersten, den nächsten... Ah, ich glaube, dann mache ich es so. So müsste es hinhauen. Soweit, so gut. Genau, jetzt kann ich nämlich hier oben rauf. Aber bevor ich das mache, sehe ich mich hier nochmal um. Mal um zu gucken, ob hier noch irgendwo eine Frucht ist. Ja, sie ist hier. Und ich habe, glaube ich, sonst keine andere Möglichkeit, an diese Gegenstände zu kommen, oder? Ne, hier ist wieder das im Weg. Aber erstmal werde ich mir den Schlüssel hier holen. Und jetzt geht's hier weiter. Und jetzt werde ich mal sicherheitshalber lieber mal aufpassen.
Haben wir noch auf der anderen Seite was? Ja, da ist die Frucht, genau. Die will ich ja nicht verpassen. Jetzt überlege ich gerade, hole ich mir erst die Uhr oder versuche ich einfach schnell ins Ziel zu kommen? Weil ich muss die Blöcke ja, glaube ich, wieder so wegbrechen, dass ich in der Lage bin, mir noch die Frucht zu holen. Obwohl, hey, Moment. Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, ist es eigentlich egal. Wird sich gleich rausstellen, ob das richtig oder ob es falsch war, Leute. Aber ich glaube, das war möglicherweise noch falsch. Ich glaube, jetzt komme ich nicht mehr ins Ziel. Ja. Nee, Leute, da habe ich noch ein bisschen Mist gebaut. Ich hätte einige Blöcke doch da lassen sollen, denn jetzt bin ich nicht mehr in der Lage, ins Ziel zu springen. Ich glaube es jedenfalls, ne? Oder so. So ist die Entfernung zu groß. Nee, ich glaube, das war falsch. Aber noch gebe ich nicht auf. Nee, Moment. Ich muss von hier hin. Nee, Leute, das war falsch. Leider. Aber ich bin der Lösung ziemlich nah, würde ich mal behaupten. Machen wir also hier erstmal so weiter, wie ich es kenne. So, na dann. Also nochmal überlegen. Wie mache ich es jetzt? Eigentlich reicht es ja, wenn ich... Ich glaube, ich weiß, wie ich es machen könnte. Oder? Ja, ich denke, ich weiß, wie ich es mache. Ach ja, die Sache ist vollkommen klar. Ich weiß es. Ob es richtig ist, werden wir in ein paar Sekunden sehen. Ach, ich hole mir die Uhr jetzt, also... Das, was ich jetzt gleich machen will, das kann ich auf jeden Fall in wenigen Schritten machen. Da muss ich jetzt nicht irgendwie großartig lange überlegen. Verdammt. Vielleicht habe ich doch Mist gebaut. Wird sich gleich zeigen. Nee, habe ich nicht. Ich habe es doch richtig gemacht. Lol. Also dann. Ja, ich kann mich da einfach fallen lassen. Bam. Aber das war es ja noch nicht. Nicht nur wegen The Final, sondern auch, weil wir noch das letzte Bonus-Level haben. Mal sehen, ob ich das lösen kann. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Wie peinlich. Das ist so peinlich, das muss unbedingt drin bleiben. Das werde ich nicht rausschneiden, Leute. Naja. Überschreiten wir mal den Spielstand. Und dann sehen wir uns Folgendes an. Juhu! Wir haben es geschafft, Leute. Der Arcade-Modus von Cooler World liegt hinter uns. Ach, was bin ich stolz. Fantastisch. Und ich habe abgeschlossen mit, was ist jetzt mein Score? 1,415 Millionen Punkte. Gut. Okay. Ach da!
Ich war gerade verwirrt, weil ich den The Final-Schriftzug nicht gesehen habe, aber da ist er, Leute. The Final, und weil ich gerade sehe, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, bevor die Folge endet, würde ich sagen, starten wir da einfach direkt mal in The Final. Viel Spaß mit diesen extra schweren Levels, vor allen Dingen mir, ne? Mal sehen, was The Final zu bieten hat. Ja, was haben wir denn hier? Wir sind wieder in Ägypten, auch wenn jetzt hier das Level-Raster, wie auch immer jetzt, wie ein Raster halt aussieht. Also, das war im Arcade-Modus noch ein bisschen hübscher gestaltet, aber egal. Versuchen wir mal, das hier zu lösen. Okay, da ist Eis. Das fängt schon mal gut an. Ich habe auch diese Levels übrigens alle schon mal gelöst, aber das ist schon Jahre her, also man kann auf jeden Fall wieder sagen, dass das hier jetzt blind wird. Ich kann mich an nichts mehr so wirklich erinnern. Ich glaube, so komme ich weiter. Ja. Nein. Kann ich mir erstmal eine Uhr holen, weil die werde ich auch brauchen. Aber eins nach dem anderen. Ich werde mir erstmal den zweiten, das ist der erste, den ersten Schlüssel holen. Und dann geht es zur ersten Uhr zurück. Ich habe gesehen, da gibt es mehrere an diesem Level. Also sollte uns das ja eigentlich nicht so vor große Schwierigkeiten stellen, denke ich mal. Nach 150 Leveln das hier zu lösen. Ich hole mir erstmal hoffentlich irgendwie die Münzen. Einfach alle. Punkte, Punkte. Denn wie ihr jetzt seht, unter der goldenen Zahl 4835 ist mein Punktestand, mein Kontostand, und der ist jetzt wieder auf 0. Das heißt also, man muss sich in The Final wieder einen völlig neuen Punktestand aufbauen. Das heißt, wer jetzt denkt, haha, er hat im Arcade-Modus jede Menge Punkte gemacht und kann die mit in The Final übernehmen, nix da. Alles wieder auf 0, Leute. So, jetzt habe ich auf der einen Seite die Dinger geholt, jetzt hole ich mir auch noch die anderen Münzen. Ich glaube, das werde ich auch wirklich so machen, dass ich versuche, die Levels hier immer perfekt zu lösen mit allen Punkten, damit ich möglichst viele Versuche frei habe. Ich glaube, hier bin ich auf der richtigen Seite. Ja, denn ich muss jetzt zur Uhr. Und danach heißt es, dass ich den Level lösen halt. Ich muss irgendwie den Level lösen. Und ich habe auch schon eine Idee, wie ich das anstellen kann. Dann wollen wir mal meine Idee in die Tat umsetzen und gucken wir mal, ob das so funktioniert. Ja, ich glaube, das geht. Boing und Bingo. Zack. Und jetzt. Wie springe ich denn jetzt zurück? Ja, so schon mal nicht. Ja, seht ihr, Game Over. Das war's. Aber das lasse ich mir natürlich nicht bieten. Sondern wir versuchen es gleich noch einmal. Ich hole mir mal die Münzen hier zuerst, weil das ist das Leichteste und ich brauche die Punkte, wie gesagt. Denn also wenn ich jetzt im ersten Level scheitere, bin ich auch jedes Mal gleich Game Over. Also das werde ich zur Not dann rausschneiden, falls ich auch öfters mal sterbe hier. Das muss er mir nicht jedes Mal ins Gesicht drücken, dass ich versagt habe. Gebe ich euch nochmal ein bisschen die Gelegenheit, den Soundtrack zu genießen. Bin mal ein bisschen ruhiger als sonst. Gut. Ja, was soll's. Ich spring mal zuerst hier hin. Seht ihr, da ist die Uhr, die hole ich mir als erstes. Und dann lasse ich die untere Uhr für später. Oder? Bin ich jetzt nochmal ganz mutig?
Der Rex hat mir in den Kommentaren geschrieben, ich sollte nicht immer so panisch sein mit der Zeit. Deswegen setze ich das direkt mal um hier in diesem Level und bin etwas mutiger. So. Und jetzt nochmal schnell weiterrollen, denn wegen der Punkte, ne, ich brauche halt unbedingt alle. Also hole ich mir auch hier nochmal die ganzen Diamanten, die ja besonders viele Punkte immer bringen. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, in diesen The Final Levels gibt es keine Früchte, also keine Bonus-Level. Da muss man sich einfach mit den Punkten begnügen, die man hat. Aber ich muss zugeben, das war schon ziemlich lustig vorhin, der Fail im allerletzten Bonus-Level hier. Da habe ich mal eben so totalen Bockmist gebaut. Okay, ich glaube, ich kann hier raufspringen. Nee, kann ich nicht. Dann passt es ja ganz gut, weil ich wollte eh hierher zurück, damit ich die Uhr aufnehmen kann. Die war auf der anderen Seite, ne? Ja. Genau, die bringen ja auch nochmal ein paar Punkte und danach werde ich dann zum zweiten Schlüssel springen und diesmal hoffentlich dann das Ganze retten. Muss aber nochmal gucken, wie ich das genau anstelle. Weil gerade habe ich keine Ahnung. Ja, ich muss wieder bis zum letzten Moment warten, weil ich wirklich jede Sekunde jetzt brauche. Oder auch nicht. nee. Hier konnte ich rauf. So, jetzt das und so. Ach so, oh Gott, ich bin so doof. So bin ich natürlich da wieder zurückgekommen. Jetzt sollte es doch eigentlich auch nicht so schwer sein, wieder hier hinzukommen, oder? Nee. Ist es auch nicht. Nö, das war's dann, Leute. Dann haben wir den ersten Level erfolgreich geschafft. Jetzt werde ich auf jeden Fall nicht mehr scheitern, da ich weiß, was ich zu tun habe. Werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf den Rundumblick und ich sehe alle Gegenstände eingesammelt. Das war eine perfekte Lösung. Ach ja, nicht nur Früchte gibt es nicht, es gibt auch keine geheimen Exits, oder? Erzähle ich gerade Mist? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber nicht. Aber die habe ich ja während des Arcade-Modus teilweise, gerade im späteren Verlauf, überhaupt nicht mehr finden können. Puh, oh Mann, schaut euch das mal an hier. Das sieht gar nicht mal so leicht aus. Toll, jetzt bin ich hier lang gerutscht und habe nicht mehr den Schlüssel bekommen. Das war ja mal toll. Nicht. Oh, und das war extrem dumm. Shit. Da müsste ich ja jetzt eigentlich nochmal von vorne anfangen, weil ich brauche die Punkte. Das Gute ist ja, dass ich meine Cooler World Disc per Emulator zocke und da kann ich ja jederzeit speichern. Ich glaube, dann werde ich dieses eine Mal dann auch mal rumcheaten sozusagen und nach jedem Level speichern, damit ich möglichst viele Punkte und viele Versuche frei habe. Weil, ja, es ist sonst ein bisschen schwierig, muss ich zugeben. Nutze ich zumindest die Gelegenheit aus, die Punkte, die mir jetzt noch bleiben, um die Level überhaupt mal zu lösen. Ich sehe da was. Vielleicht bringt mir das hier was irgendwie. Ach ja, das wäre auch eine Methode gewesen, um an die Schlüssel zu kommen. Also ich glaube, diesen Level gehe ich im Moment noch völlig falsch an. Das wird so, glaube ich, nicht funktionieren. Räumen wir mal woanders lang. Und zwar hier lang.
was bringt das hier? Ach das, ja genau, dieses Prinzip kennen wir ja schon. Genau so kann ich an die Schlüssel reinkommen. Und jetzt wieder zurück. Nee, falsch. Und da seht... ja, seht ihr, das war's dann schon. Da ist schon wieder Game Over angesagt. Ja, also ihr seht schon, die The Final Levels, die sind nicht ohne. Aber die werde ich in diesem Let's Play auf jeden Fall auch noch spielen. Und ich werde sie schaffen. Früher oder später werde ich sie schaffen, Leute. Na gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Kudawald wieder. Ich werde hier Schluss machen. Und ich werde es dann nochmal nachspielen, also dass ich den ersten Level perfekt spiele und dann werde ich zu Beginn des zweiten Levels wieder einsetzen und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und sagt mir doch mal, was ihr von dem Spiel bisher haltet. Jetzt haben wir ja den kompletten Arcade-Modus gesehen, also ich liebe Kudawald, es ist toll, es ist herausfordernd und naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.